Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute mal ausnahmsweise eine Möglichkeit, euch das Prozedere vor dem Start eines Ballons zu zeigen. Denn wir warten noch auf die Freigabe vom Flughafen, ob die Ballons steigen dürfen oder nicht. Das wird jeden Tag neu entschieden. Es wird alle halbe Stunde der Wind und die Thermik gemessen. Und nur wenn das alles safe ist und sicher ist, dann bekommt man die Lizenz, dass man steigen darf. Wir sind jetzt hier, jetzt drehe ich mal um. Es ist natürlich noch ganz, ganz dunkel, weil wir haben ja einen Sonnenaufgang. Das hier ist der Platz, wo dann, wenn es losgeht, geht es relativ schnell, die Ballons aufgeblasen werden und stehen. Und jetzt haben wir eben mal ausnahmsweise die Möglichkeit, so einen Korb von nah zu betrachten. Und ich hoffe einfach, dass es hell genug ist. Diese Körbe sind ja im Gegensatz zu Deutschland viel, viel größer. So, er liegt jetzt. Das ist der Boden. So, und das hier ist der Einstieg. Eigentlich müsste ich ja jetzt mal drehen, ne? Aber in diese Löcher macht man die Füße rein und steigt dann über die Balustrade drüber. Oder man macht so wie ich, man setzt sich dann oben drauf. Das ist gepolstert. Wartet mal, hallo, möchtest du scharf bleiben? Es ist aber hier ziemlich dunkel und ich komme auch nicht heller, nee. Hier ist ein Polster und die Größe, das sieht man jetzt hier gar nicht, den muss ich danach zeigen, das ist schade. Die Größe, es sind 6 Parzellen à 4 Personen. Jetzt einfach mal von der Höhe. Das Teil hier ist, ich denke mal, 1,40 Meter hoch. Also, da sollte man reinkommen. Das ist an und für sich überhaupt kein Problem, denn es sind auch Helferlein da, die zur Not dich reinlupfen. Übrigens, es wird immer erklärt am Anfang, dass es eine Landeposition gibt. Das bedeutet, wenn wir zu viel Thermik haben und die Böden hier sind ja ein bisschen uneben. Man landet ja entweder im Zuckerrohrfeld oder sonst irgendwo in einem Feld. Und da kann es einfach passieren, dass er unten gezogen wird. Dementsprechend kann es auch passieren, dass der Basket, der Korb, so umkippt. Deswegen gibt es eine Landeposition, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, geht man in die Knie runter. Man sitzt dann auf dem Hintermann seine Knie und hat den Korb als Schutz über dem Kopf. Und dann kippt er und dann liegt man drin. Und dann muss man sich umdrehen und aussteigen. Wir haben das einmal miterlebt. Also der wird nicht mehr aufgestellt, sondern man muss rauskrabbeln dann aus diesem Korb. Es funktioniert aber. Kommt ganz, ganz selten vor. Also ich bin, glaube ich, bisher 10-mal geflogen oder gefahren. Und es ist erst einmal gewesen, dass wir tatsächlich eine Landung hatten, wo wir gekippt sind. Ansonsten noch nie. Auch hier, ja, das zweite Herzstück, ne? Der Ballon, das bonbonfarbene. Hier sieht man ein bisschen, wie groß der ist. Der ist super, super, super groß. Das ist natürlich ein Stoff, der nicht brennbar ist. Also von wegen die Gefahr, dass so ein Ballon abfackelt, die ist ziemlich gering, denn dieser Stoff, der ist aus einem Stoff, der nicht brennbar ist. Hier hinten sieht man mal ein bisschen die Helferleins. Also eine Ballonfahrt, die kostet ja zwischen 80 und 100 Euro. Vielleicht einfach mal zur Erklärung. Das sind die Helfer für einen Ballon. Das sind etwa 15 Personen. Denn an dem Ballon hängen nicht Sandsäcke dran, sondern das Gewicht, das er unten bleibt, das sind A, die Helfer am Anfang und B, na, er mag schon wieder unscharf machen. Was machst du denn unscharf? Und B, dann die Personen, die drin stehen.
Deswegen dürfen wir auch, wenn wir landen, nicht rausspringen, denn sonst wäre ja die Gefahr, dass er wieder steigt, sondern bitte drin bleiben, bis der Ballon zusammengefaltet wurde bzw. wieder so am Boden liegt und erst dann wird ausgestiegen. Ja, das einfach mal so ein bisschen zur Erklärung. Aber nicht nur diese 16 Helferlein sind dabei, sondern es kommt ein Bus, der einen vom Hotel abholt. Man fährt mit dem Wassertaxi rüber nach Westheben. Da steht wiederum ein Minibus, der einen abholt und hierher fährt. Wir sind neben den Memnon-Kolossen auf einem Platz. Und die Minibusse, die fahren auch alle dem Ballon hinterher, weil die fahren uns ja dann wieder zurück zum Wassertaxi, bringen wir da rüber, drüben steht wieder ein Bus, der fährt dann wieder ins Hotel. Also das ist eine Menge Aufwand, Menge Personal, die da gebraucht werden und dementsprechend ist so ein Preis schon gerechtfertigt. Ich versuche, nachher wenn es ein bisschen heller ist, ja, die Morgendämmerung kommt schon, das ist natürlich schon schön. Übrigens, den Sonnenaufgang kriegen auch immer alle mit, denn der Ballon stellt sich hin, oben in der Luft für die eine Seite und dann geht er ein bisschen höher, dreht sich und dann kommt nochmal der Sonnenaufgang für die zweite Seite. Also es bekommt jeder seine Bilder für den Sonnenaufgang. Jetzt weiß ich nicht, kriegen wir hier jetzt schon ein bisschen eingefangen? Das ist natürlich genau dagegen. Wir kriegen die Parzellen nicht eingefangen. Das zeige ich euch aber danach, wenn es ein bisschen losgeht. Also, wir warten noch und kann natürlich auch passieren, dass es nicht der Sonnenaufgang wird, wenn einfach ja, die Genehmigung zu spät kommt. Hatten wir aber auch noch nicht. Was aber schon passiert ist, ist, dass man keine Genehmigung bekommen hat. Safe geht vor, dann fahren wir halt wieder zurück. In diesem Sinne, die Ballonfahrt selber ist bei uns auf YouTube und die könnt ihr euch anschauen, die filmt Andreas ja immer. Ich dachte mir, ich mache heute einfach mal die Information, nutze diese Situation aus und zeige euch mal diesen Korb von Näheren. Ich wünsche euch was, einen schönen Tag. Tschüss.